Siegfried Steurer. Sie sind einer vom Veranstalterteam. Sie haben mitgeholfen, die erste Lehrlingsmesse im Bregenzer Wald, das Let's Work, machen. Was ist denn da die Idee dazu gewesen? Die Idee ist eigentlich vom Handwerkerverein ECO. Die Idee ist einfach so, dass wir den jungen Leuten im Bregenzer Wald her noch gezogen werden, dass wir im Handwerk eigentlich die tollsten Berufsaussichten vor Ort haben. Und das wenn wir einfach heute Nachmittag den ganzen Schulabgänger anzogen, dass sie einfach auch wissen, wie toll und wie schön das Handwerk sein kann. Und was sind denn heute die Highlights Ihrer Meinung nach? Was ist das, was sich jeder Jugendliche heute anschauen sollte? Ja, Highlights, da hätte ich gar keine Aussage mehr. Das ist, an jedem Stand kann man arbeiten, kann man werken. Ich würde jetzt einmal sagen, wir haben einen Motor, der läuft. Wir können betonieren, wir können schaulen, wir können diese schneiden, wir können löten, wir können schweißen. Also Highlights gibt es eigentlich da zuhauf. An jedem Stand gibt es ein Highlight. Okay, danke. Und was kann man jetzt zum Beispiel an Ihrem Stand tun? Sie sind doch sicher auch Vertreter. Ja, an unserem Stand, also ich bin Installateur, an unserem Stand machen wir zusammen mit dem Schreiner und dem Elektriker eine Lampe, eine Nahtischlampe. Also an dem Stand kann man eine Nahtischlampe machen, kann man Kupfer löten, kann man Kunststoff schweißen und kann bücken. Also alles, was ein Installateur tun muss. Jetzt hätten Sie eine Chance, eine Einladung an Jugendliche aussprechen, die vielleicht heute am Nachmittag oder morgen eine vorbeikommt, die haben das Video gesehen. Ja, kommt vorbei, kommt. Es ist eine volle Gaudi da, es ist eine relaxte Atmosphäre, es sind viele junge Leute da, kommt vorbei, geh einfach probieren, ihr werdet sehen, Handwerk ist lässig.